Hey Leute, herzlich willkommen zurück beim Laus-Livestream von Hogwarts Legacy. Ich habe gestern gesagt, dass wahrscheinlich heute die Hitzewelle kommt. Die kommt jetzt dann wohl doch erst morgen. Das bietet sich an, weil es regnet draußen in Strömen. Und das heißt, wir setzen unsere Reise in Hogwarts Legacy fort. Sagt man nicht schlecht, muss ich sagen. Jetzt bin ich wieder richtig motiviert. Und gestern am Schluss haben wir gesagt, Day Quest machen wir als nächstes. Das ist eine von den ein bisschen wichtigeren Quests, aber keine Nebenmission und auch keine Main Storyline Quest. Da Sebastian und der Ominous, die haben da gestritten. Und da schauen wir jetzt mal, was da los ist mit den zwei Burschen. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Aha. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Genau, er ist ja Gaunt. So ist es, Quinn. So, was haben wir da, Burschen? Was ist da? Ich gebe nicht auf. Jay Connett, aber jetzt geht's. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Kryptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Kryptorium könnte die Antwort sein. Aha. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt die Quest, wo ich dann eventuell die drei verbotenen Flüche lerne? Mich interessieren die dunklen Künste. Ich muss das jetzt riskieren, weil ich will nicht, dass mir die unverzeihlichen Flüche entgehen. Die drei. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Ist klar. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Du kannst es mir sagen? Spuck aus, die Geschichte, Sebastian, spuck's aus. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut, aber das bleibt unter uns. Sicher. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Oh! Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Oh mein Gott, ihr recht gehabt. Oh mein Gott, jo. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch, auch Folterfluch genannt. Oh. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ja. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Oh mein Zur Gott. Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Oh. Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte. Aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Gott. Er hatte keine Wahl. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Gott. Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Mhm. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Oh mein Gott, ich glaube, dass der ist wirklich die Quest auslöst für die drei unverzeihlichen Flüche. Das heißt, ich muss unbedingt zur Nati jetzt als nächstes. Das war also gar keine Quest, das war eine reine Dialogaufgabe sozusagen. Das heißt, ich muss das unbedingt machen. Weil das ist ja genauso ein Sprechblasen. Das ist nur ein Dialog. Wow. Das darf ich ja nicht verpassen. Und dann mache ich wahrscheinlich die Hauptaufgaben weiter, weil Violette Kröte und das andere Viech, wo jetzt nicht einmal mein Namen weiß, das finde ich eh nicht. Ah, da muss ich warten auf sie. Du bist hier. Gut. Ja? Ich habe am Boden geschlafen und habe auf dich gewartet. Mit dem Winter. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Auftrag ist da. Ah, das ist jetzt aber was Größeres. Okay. Mein Mann, was tue ich? Alles in Ordnung? Wir suchen Mr. Biggles. Hi, Piper Girl, servus. Na? Ob morgen dafür? Er hat ihn
Tut mir leid, Mrs. Bickle. Morgen kommt die Hitzewelle. Ihren Ehemann getötet. Jetzt regnet es gerade draußen. Pfui, Gas. Ich bin mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Dann gibt's bis Ende der Hitzewelle keinen Stream. Denken Sie, Harlow hat ihn geschnappt? Ich will nicht zu düster sein, aber könnte Harlow ihn entführt haben? Archies Tasche ist weg. Also ist er vielleicht nur ausgebüxt. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend wie so oft. Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. Wohin könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Südlich von hier. Okay. Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. 3 Tage? Auf jeden Fall gibt's. Das wird sich ja perfekt anbieten, wenn jetzt wirklich die Hitzewelle übers Wochenende geht. Weil da habe ich eh keine Zeit zum Streamen. Das würde perfekt passen. So. Wir finden ihren Sohn. Ich möchte jetzt aber noch wissen, warum der Harlow ihren Mann getötet haben soll. Welchen Grund sollte Harlow haben, ihren Mann zu töten? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Okay. Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh, was tue ich nur? Ja, cool. Sie sich nicht, Mrs. Bickle. Wir bringen Archie zurück. Wie geht's ihm auf Fallout? Wie schaut's aus? Wie weit ist er? Ich habe heute gesehen, jetzt hat... Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickle. Er hatte das selbe Hotel wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Okay. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber es war zu spät. Ich habe heute gesehen, jetzt hat Thimbleweed Park noch eine Stimme mehr dazu gekriegt. Ich meine, es ist... sehr gut bewertet worden. Also die Kritiken sind ja voll gut vom Spiel. Und das ist immerhin vom Macher von... Also vom Schöpfer von Monkey Island. Also es hat sicher den gleichen Humor. Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Schade, dass Hippogreife nicht sprechen können. Wolkenschwinge könnte die nötigen Beweise gegen Harlow liefern. Wir brauchen noch mehr. Das stimmt. Der hat viel gesehen, da arme Wolkenschwinge. Na, so gut ist das jetzt aber nicht versteckt, das Versteck. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickle erwähnt hat. Wow. Archie? Ist das ein Drachenskelett? Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Oh mein Gott. Das ist ja das wie ein Drachenskelett. Chance, um herauszufinden, wohin er ging. Da! Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Aha, Revelio kann Fußabdrücke enttarnen. Ja, aber gut. Jetzt schau mal bitte, was da allein bei Hogwarts Legacy los ist. An Nebenquests. Und immer wieder komme ich vom Weg ab und mach das und das und das. Ich meine, wenn ich mal... wieso gehst du einfach durch den Ochs durch, Nati? Der arme Ochse. Das Hochland rinnt. Das ist so arg. Wenn er verfolgt wird, rennt er wahrscheinlich weiter. Vielleicht mal vom Weg abkommt. Kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Wenn gleich viel Stimmen sind, also sagen wir so, wenn der Platz 1 gleich viel Stimmen hat, also wenn 2 auf Platz 1 sind, dann gibt es ein Stechen. Aber wenn es eindeutig ist, dass wir einen Erstplatzierten haben, dann ist es eher irrelevant. Okay, das sind die Spuren. Was ich sagen will, die kommt da. Schau, jetzt läuft sie durch den Ziegenbock durch oder durch den Witter. Ich laufe ja die ganze Zeit da und wenn ich in einer Quest bin, wie gesagt, dann verfolge ich die Quest konsequent. Aber am Weg zu den einzelnen Quests komme ich auf dem 100. ins 1000. Oh mein Gott. Wölfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Die sind ja so arg stark. Die Wölfe, gegen die habe ich sicher keine Chance. Ah, da liegt alte Magie. Ich find's lustig, dass sie einen Entwaffnungszauber von Wolf macht. Artemis haben sich nicht diesem Wolfsrudel begegnet. Sehen wir uns mal um. So. Ah. Ja, genau das ist es. So wie gestern, ich hab schon im Hinterkopf immer gehabt, dass ich die Dings verfolgen will, die Quest im Hinterkopf mit der violetten Kröte und dem anderen Viech, was ich fangen muss. Aber dann waren auf einmal die Trolle interessanter, dann war die eine Ruine interessanter. Und so geht's dann dahin. Warum ließ er sie zurück? Wieso weißt du, dass die Tasche in Archie gehört? Und abgelenkt. Hier könnte sich Revelio wieder Revelio. Da drüben ist auch was. Wo sind Spuren? Archie ist hier lang. Was ist denn da drüben? Achso, das sind Schwammerler. Glaub mal auf. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat. Die reden wir zu viel. Hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater getötet hat. Musst du dir unsichtbar machen? Nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Was haben wir da für ein Symbol? Ja, Starfield wird. Also. Ich meine, bei Starfield wird es dann eh, zumindest was den Livestream angeht, nur ein angespielt geben, weil das ist sowieso viel zu groß für einen Livestream. So wie ich es damals bei Zelda gemacht habe. Wie es rausgekommen ist. Ist Tears of the Kingdom. Aber wenn ich das dann privat spiele, alter Schwede. Da fürchte ich mich echt schon ein bisschen. Ich glaube, da will ich mich dann irgendwann einmal nur mehr auf die Hauptstory konzentrieren können, weil es einfach zu umfangreich ist. Weil ich möchte ja fertig werden damit. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Ja, du. Augst mal. Verschiedene Fußspuren. Oh je. Oh, Harlow hat ihn hier eingeholt. Oh mein Gott. Na. Wir sind hier lang. Da drüben ist ein Destral. Aber ich habe ja schon angefangen und ich brauche nicht noch einen. Wie die Gechillte da Destrale. Herumliegen. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Wieso kann sie Destrale sehen? Sie ist auch Destrale. Oh. Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Destral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter so etwas erleben musstest. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Revelio. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her, aber mir scheint es, als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein Wunder. Ich muss mir das anhören. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Ja, ich wollte eh weiter, aber dann hat mir das Spiel gesagt, ich darf nicht zu weit weg von dir, weil sonst scheitert die Quest. Hoppala, ich wollte zu die Schwammerler. Aha. Kannst du. Ja, sie kann es auch. Sehr gut. Pass auf, da haben wir eine Quest von Merlin, den ich check. Aber durchfüttern werden wir ihn nicht. Wie befürchtet, sie haben Archie. Sei auf der Hut. Das stimmt. Keine Fehler machen. Das ist echt eine schöne Hintergrundgeschichte. Also tröstet hat man es, gell, der Destral. Ja, Starfield wird, das muss gigantisch werden. Und was auch interessant ist, ist, dass die Planeten nicht so wie bei No Man's Sky, das sind ja da quasi automatisch generiert, No Man's Sky. Bei Starfield haben sie die Planeten ja selbst gestaltet, also die meisten davon zumindest. So, komm her.
Hat das einer gecheckt, oder? Na, was? Probier mir einen Arm heranschleichen. Wenn ich das erledigt habe mit dem Kind, dann könnte man das Rätsel von Merlin vielleicht gemeinsam machen. Das check ich nämlich nicht. Ich check, das ist die einzige Aufgabe von Merlin, die ich bis heute noch nicht gecheckt habe. Suchen Sie mich. Jetzt wird es da gleich losgehen. Ah, jetzt hat sie mich gesehen. Oder er. Oder zumindest geglaubt, mich zu sehen. Ah, shit. Jetzt haben sie mich. Boah, Petrificus Totalus. Das. Der wird sitzen. So. Was? Hey, betteln hilft nichts, Freund. So. Passt. So, das klappen wir auf. Die Stammauer brauche ich nicht kaputt machen, das bringt mir nichts. So, jetzt aktiviere ich noch die Quest von Merlin und dann. Ah, das kann ich nicht aktivieren momentan. Und jetzt befreie meinen Bub. Servus, Rodezo! So. Was haben wir da? Oh. Das ist magisch vergrößert. Bitte schaut euch das an. Also ich komme nicht raus. Das macht alles etwas komplizierter. Das ist innen riesengroß. Ist das für die Trailer? Ich würde es nicht spoilern, falls es das ist. Ah ja, ich glaube, das ist das. Geht leise. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Natürlich. Wieso rennt er sonst weg? Charles entscheidet, was mit ihm geschieht, wenn er zurück ist. So, die zwei sind schon mal erledigt da. Revelio. Das sind viel. Oh! Ich muss zumindest einen mit Petrificus Totalus erledigen. Dann sind die anderen schon immer so zart. Oder hinten ist ja noch einer. Vielleicht, wenn sie der wegtrat, den als erster, dann schaffe ich sogar zwei. Oh oh. Na, okay, dann hilft es nichts so. Passt. Jawohl. Ha. Yes, no one. Was ist das? Jawohl, no one. Jetzt habe ich die alle ausgeschalten da. Schau. Wie geil. Gut. Archie Black heißt er. Das muss ein Zufall sein. Komm ich nicht rein? Es ist da oben. Wie komme ich da auf?
Da muss es irgendwie einen Weg nach oben geben. Aber ich finde ihn nicht ganz. Ah, da ist eine Treppe. Da ist ein Stirn. Gut. Dreh das da weg. Das klumpert da. Hilft mir nichts. Wie komme ich da oben? Wo komme ich nicht oben? Dann muss es da noch einen Weg nach unten geben, ja sicher. Wo geht's weiter oben? Da war ich eher noch nicht. Komisch, dass ich mich da nicht... Ah, da hätte ich vielleicht... Ich muss zu den zwei Tierwesen endlich kommen für Bombarda. Wo ist denn da jetzt der Weg, bitte? Das ist ja gar nicht richtig. Ich habe jetzt fest damit gerechnet, dass da ein Weg ist. Oder komm ja... Okay, das ist nur Loot. Wo ist denn da jetzt der Weg, Freunde? Könnt ihr mir das bitte sagen, hä? Jetzt bin ich wieder da auf der Seite. Und da oben mag er nicht durch. Na, da kann man sich nicht durchspringen. Geh. Ja, servus, Nock! Ja, mit Nock. Rudezza und Piper Girl. In der Reihenfolge der zuletzt erschienenen bis zum zuerst erschienenen. Werden wir das Rätsel von Merlin dann mal schaffen, bitte. Da muss der Weg sein. Da habe ich ein gutes Gefühl. Ja, da ist er. Er ist in einen Käfig eingesperrt, der Bub. Archie Bickel. Deine Mutter hat uns geschickt. Ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so. Ich lasse jetzt nicht aus. Tut mir leid. Wir müssen das irgendwie öffnen. Nicht, dass jetzt noch ein Kampf kommt und dann ist mir ein Weg. Kann man dabei sterben, was der KI? Oder wisst ihr KI? Na, passt, da ist aber nichts fürs Erste. Allohomora. Wieso der ist? War super Synchronsprecher. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Okay. Wir kennen einen sicheren Weg. Ja, aber so fordernd ist das gedanklich ja nicht, oder? Ja, kommt drauf an. Achso. Okay. Sie haben mich einfach wieder zurück teleportiert. Oh, Archie, da bist du. Darf ich dich bitte ansprechen? Hallo. Mutter? Oh, Mutter. Oh, Mutter. Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Okay. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rape. Mr. Müsste man dann erzählen. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh, ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Der Synchronsprecher vom Bub ist wie wenn ein erwachsener Mann einfach seine Stimme hochmacht, so. Ja, Mutter. Ich bin jetzt der Synchronsprecher von einem kleinen Kind. Ich bin 10 Jahre alt. Die Freunde ihres Mannes sind in Gefahr? Genau wie er. Wie können wir helfen? Er ist tot. Genug getan.
Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt. Was? In SpongeBob? Er ist bereits hinter uns her. Dafür ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Dann sollten Sie ihn nicht noch mehr erzürnen. Ich versichere Ihnen, es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickle. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht genug danken. Seid ihr mit Kopfhörer spül? Sorge, Mrs. Bickle. Oh. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Ich hör da nicht auf zum Reden. Der hört sich gern selber reden. Ich will mehr über Mr. Bickles Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Passt. Danke für deine Hilfe heute. Bitte. Und jetzt endlich leise. Was hab ich jetzt gesagt gehabt? Shit, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt hab. Egal. Wo ist jetzt die Aufgabe von Merlin Quinn? Die war das, glaube ich. Teleportiere ich mich mal da hin? Oder war es die da herüben? Nein, es war die, glaube ich. Achso, seit ich mit Kopfhörer spiele, merke ich bei meiner Spielfigur, wie die Stimme aufgepitcht ist. Aha, da ist eine Schriftrolle. Das ist mir vorher im Fernsehen nicht aufgefallen. Das ist nämlich kritisiert worden. Das ist Stimmendesign nicht so extrem gut ist beim Spiel und da muss ich jetzt mittlerweile zustimmen. Da haben wir aber viel Gegner. Was ist denn da los? Warte mal. Ich würde vorsichtshalber mal. Wo ist die Schriftrolle? Die brauchen wir. Dieses Pulver, das aus Peru stammt. Peruanisches Instant-Finsternis-Pulver. Das aus Peru stammt, erzeugt in der Luft verstreut eine undurchdringliche Dunkelheit, die den meisten Lichterzeugungszaubern widersteht. Die Aschwinderinnen haben es benutzt, um die umliegenden Gebiete heimlich zu bestehlen. Naja, das kennen wir auch aus den Büchern und Filmen. Ich glaube, die Synchronisation ist sowieso der am stärksten kritisierte Part vom Spiel, was ich mir richtig erinnern kann. Peru, ja, genau. Nein! Ich glaube immer, dass ich mit No mal draufdrucken auf die große Taste in der Mitte vom Controller, die Touch-Taste, die Karte wieder schließe, aber ich muss es mit Kreis schließen. Das ist schon der Weg, wo wir vorher mit der Nati spaziert sind. Da ist der Tümpel. Da ist das Zelt unten, was dann innen auf einmal riesig war. So. Jetzt können wir die Aufgabe von... So, der ist schon aktiviert. Darum hat sie sich nicht noch mehr aktivieren lassen. Also. Ich zeige euch das einmal. Wir haben da so Säulen. Das sind die Säulen da. Von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Das muss ich unbedingt machen. Da war ich nämlich schon mal und da habe ich das aktiviert. Da war alte Magie, das, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Und zwar, es ist ganz eigenartig. Wir haben da die komischen Säulen, wo die Würfel oben liegen. Die. Und ich habe noch nicht herausgefunden, nach welchem System ich die komischen Würfel da, ja, wie soll ich sagen, bewegen muss. Also. Und wenn ich drauf schieße mit gewissen Zauber, so wie da in dem Fall die Pulsar, dann leuchten manche Seiten ganz kurz. Und das habe ich nicht. Das habe ich bis heute nicht verstanden, was ich mit denen tun muss. Ich habe da schon alle möglichen Kombinationen durchprobiert. Ich habe schon probiert, dass ich es irgendwie anhand der Symbole unten ausrichte, aber irgendwie nichts funktioniert. Lumos. Ich habe einfach noch nicht den richtigen Zauber entdeckt, mit dem, was ich das
Achso. Ich habe damals, glaube ich, noch kein Wingardium Leviosa gehabt. Das ist der Unterschied. Ja. Das ist eventuell der Unterschied. Aber es hilft mir jetzt eh nichts. Ich habe gerade probiert, ob ich den Star wegheben kann. Aber ich kann nicht wegheben. Er bleibt am Sockel. Er schwebt nur. Und mit Levioso kann ich ihn gar nicht aufheben. Nice. Das Problem ist, während ich Wingardium Leviosa wirke, kann ich keinen anderen Zauber einsetzen. Also jetzt kann ich ihn schweben lassen. Das geht schon. Wenn ich jetzt die Schultertaste gedrückt halte für einen Zauber. Aber ich kann ihn nicht weiter manipulieren. Und ich drücke die Tasten zum Drehen und er dreht den nicht, die Steiner. Nein, er dreht es nicht. Weder horizontal noch vertikal. Da kann ich gar nichts damit tun. Ja, ich auf jeden Fall mit Wingardium Leviosa kann ich es nicht dran. Weil ich kann es euch jetzt sagen, ich hebe den auf, jetzt schwebt er. Ich muss die Tasten da hinten, die Schultertaste, da muss ich gedrückt halten, wenn ich die auslasse. Ah! Aber warte mal, das könnte ja funktionieren. Wenn ich auslasse. Na, der dreht sich nicht. Na, keine Ahnung. Ja, es ist. Es muss irgendwie passen, weil es ist ja da die Harfe zum Beispiel drauf, die da wieder drauf ist, aber. Warte mal. Auf und links, okay. Probier es nochmal mit Wingardium Leviosa nach oben. Hoppala. Und dann mit. Na, passiert gar nichts. Null. Da passiert einfach nichts. Und ich kann nicht dran in der Luft. Ich habe alle Tasten durchprobiert. Ich habe da bei die Harfe. Also der Sockel unten ist immer der gleiche. Und oben sind die Symbole immer ein bisschen anders. Und ich habe es schon so viel versucht. Ich habe echt schon so viel versucht. Damit Akio Nimpan ja auch. Halt ein Face, aber er kann nicht vom Fleck bewegen. Ja, jeweilige Zauber ist jetzt gut gesagt. Ich weiß leider nicht, was die Symbole für eine Zauber bedeuten. Kann auch sein, dass ich nicht alle Zauber habe, die ich brauche. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch ja da zum Beispiel die Symbole für die Zauber sagen. Also das sind ja komplett... Naja, warte mal, ich könnte ja in Kombination mit Arrest und Momentum das machen. Hoppala. Mit Akio drehen. Okay. Ich probiere trotzdem vorher mal. Scheiße, ich bin auf der falschen Seite. Ganz kurz, Wingardium Leviosa und Arresto Momentum. Dass ich das auch mal probiert habe, weil Arresto Momentum habe ich noch nie benutzt. So, jetzt fliegt der um und jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Ah. So. Und er schwebt noch immer um. Ich probiere es nur zum Spaß. Na, jetzt schweben alle. Und trotzdem. Ist nicht gegangen. Okay. Er, komischerweise, bleibt mit Arrest und Momentum nicht. Oh, bleibt da. Ja toll, jetzt schweben alle. Okay, cool. Und jetzt probiere ich Akio. Schon lange verlassen. Akio. Na, Akio geht aber nicht. Doriert sich gar nichts. Jetzt habe ich da, jetzt sehe ich die Unterseite. Na, da ist die komische Spirale drauf. Jetzt schwebt, der fliegt er wieder oben. Flipendo, ja. Okay, Flipendo probiere ich noch aus.
Aber dann habe ich keine Zauber mehr, wenn Freeband auch nicht ist. Ah, das war jetzt aber eine gute Kombi, finde ich. Dann hau ich da Freeband hin. Vielleicht geht Freeband, das könnte tatsächlich sein. Bei den habe ich erst seit kurzem. Das war der letzte Zauber, den ich gelernt habe. Warte mal, Freeband hat jetzt den Draht, oder? Oder habe ich mir das jetzt einbildet? Liegt der jetzt anders da? Ja, der liegt anders da, gell? Der liegt jetzt anders da. Aber das kann nicht sein, dass ich jetzt einfach alle umdrehen muss. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr weiter dran. Komischerweise. Warte mal. Da passt das Symbol fast zusammen. Den kann ich nicht dran. Wieso kann ich den nicht dran? Den Sockel kann ich mit der Rest der Momentum ganz oben nicht stoppen. Den kann ich nicht dran mit Flipender. Warte mal. Da haben wir irgendwo. Da ist eine Harfe. Auf der Seite ist eine Harfe. Da ist auch eine Harfe. Ist uns irgendein Symbol gleich? Unten. Nur die Harfe ist gleich. Ich probiere das jetzt, dass vielleicht immer die Symbole, die zusammenkehren. So, warte mal. Na, ist nicht die Harfe. Okay, ich kann mehrmals zumindest dran. Ah, da haben wir jetzt das Symbol. Die Harfe ist auch schon da, jetzt muss ich es glaube ich nur mehr richtig dran. Aber wie? Ja, ich glaube, das ist einmal Nummer Uno. Ja, perfekt. Jetzt haben wir es. Man muss es so lange dran, bis es übereinander passt. Alles klar, super. Jetzt habe ich das eigentlich. Das heißt, da brauche ich nur mehr Arme aus der Richtung dran. Machst du weg. Wow! Das ist nur Applaus. Danke schön, danke, danke. Ich schreck mich schon vor dem Applaus. Bin schon ein bisschen. Jumps. Nein, falsch. Ich bin schon ein bisschen Jumpscare geschädigt. Das ist, weil ich habe, wie ich das erste Mal auf das Rätsel getroffen bin, mit den Säulen, habe ich weder Flipendo noch Wingardium Leviosa gehabt. Achso, warte mal. Vielleicht wirklich nur Flipendo, ja. Genau. Ja, sicher. Es reicht nur Flipendo auch. Brauche ich nicht immer mit. Hätte ich nur Flipendo braucht. Den, was ich erst seit gestern habe. Also hätte ich es vorher gar nicht lösen können. Perfekt. Danke noch. Es war ein sehr guter Einwand mit Flipendo. Jetzt können wir da in Zukunft auch lösen, die Rätsel. Weil der Rest ist eh alles ein Kinkerlitzchen. Hä? So geht's nicht. Es zeigt mir da. Und dass ich da die Tierwesen, die ich brauche, finde, wenn ich die... Jetzt hörst auf. Hätte ich die ganze Zeit die Tierwesen einfach finden können, wenn ich die Route verfolgt hätte? Die Aufgabe. Ah, super. Ah ja. Danke, Piper Girl. Perfekt. Ich komme schon durcheinander. Weil... Geh, Piper Girl. Es ist ja, ich weiß nicht, wie es bei euch im Stream gerade ausschaut. Es habt alle grüne Schrift. Es ist schon ein bisschen verwirrend. Der einzige Rudezo, bei dem das violette Symbol dabei ist, darum tue ich mir da leichter. Oh, okay. Ich bin ein Volltrottel. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ich hätte da die ganze Zeit einfach nur in das Gebiet fliegen müssen. Okay, jetzt haben wir die Vögel zwar davon geflogen, aber
Alter. Da hätten sie mir die ganze Zeit die Fägel markiert. Ah! Inferius. Jetzt hoffe ich, dass mich der Inferius nicht attackiert. Ja, sicher. Während die einen Vogel fangen will. Geh, komm! Hau ab da! Ich will einen Vogel fangen. Ma. Ja klar. Aha. Jetzt sind sie da. Ja! Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Das ist echt so komisch mit den Formen von den Namen teilweise. Weil, wenn ich am PC ist Creator Dashboard aktiviere, dann habt ihr andere Form als ich in dem Overlay da, in dem Chat Overlay. Und wenn ich auf meiner App am Tablet die ist Creator Dashboard aufmache, sind es wieder andere Form. Ja, passt. Jetzt muss ich nur mehr zum nächsten Punkt fliegen. Ich meine, es war eh nett. Gestern haben wir so immerhin gegen Trolle kämpfen können. Gegen die, was waren das, Flusstrolle? Aber ich hätte einfach nur die ganze Zeit die Gebiete da verfolgen müssen, die Aufgaben. Weil jetzt kriege ich endlich Bombarder, wenn ich die Aufgaben abgeschlossen habe. Und Bombarder brauchen wir schon so lang. Ich glaube, ich habe schädliche Rätsel nicht lösen können oder Dungeons, weil ich Bombarder nicht gehabt habe. Und weil ich da bei gewisse Bereiche dann nicht durchgekommen bin. Mangels Bombarder. Wuhu! Ist schon cool mit so einem Feuerblitz. Hui! Du hättest nie herkommen sollen. Hallo, ich bin 10 Jahre alt. Hui! Bravuzzi Kapuzzi. Sumpf am. Ja, gut, aber warm. Ah, nein, das war unser Sumpf. Aber zumindest mit Sumpf habe ich recht gehabt. Ah, das schaut mal ganz nach Kröten aus da unten. Das schaut mal ganz nach Kröten aus. Ja, riesige lila Kröte. Da nehmen wir gleich die erstbeste. Ich muss nur näher rauen. Sie mit Schnappsack dann zubekommen. Yes! Die muss ich dann gleich in den Raum der Wünsche bringen. Ich habe schon so viel Tierwesen wieder. Gut. Und jetzt... Momentane Teleportation zurück. Karte von Hogwarts wird das, glaube ich, sein. Jawohl. Wo ist denn der jetzt? Das kann ich jetzt nicht so recht einschätzen, wo der genau ist. Da? Ja. Ich bin jetzt richtig gehypt wegen Bombarder. Nein, die müssen Unterricht am Tag besuchen. Dann warte ich halt einfach. Ist ja wurscht. Wieso ist der Kürbis markiert? Wurscht, ich könnte jetzt einfach... Ups, das sind die Hauselfen. Die spawnt. Hauptsache, sie wartet mitten in der Nacht auch da. Nein. Weißt du was? Ich stelle es gar nicht in Frage. Ja. Genau. Das ist es. Das ist, was ich jetzt ein paar Tage schon sage. Was? Das habe ich ja gerade gemacht. Ich habe jetzt auf Warten gedruckt. Warum ist jetzt noch immer Nacht? Die Karten spinnt in letzter Zeit so brutal. Ja, habe ich gesagt. Es ist so eigenartig, wenn ich die Tierwesen rette, man ist einfach aus der gewohnten Umgebung ausreiß von einer Familie weg. Ein Mondkalb. So, schauen wir uns wieder den Tierwesenunterricht an.
Die Niffler. Ich finde es cool, dass dann im Unterricht sozusagen. Whee! Ausgezeichnete so. Arbeit heute. Sie können gehen. Sie sind wohl bereit. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ja. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ich glaube, der haut richtig rein. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Nock, du weißt das noch nicht. Coming soon. Harry Potter Quiz. Der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Sobald wieder mal eine Schlechtwetterphase ist, machen wir ein Wochenende. Tag 1 Harry Potter Quiz oder Videospielquiz. Tag 2 Harry Potter Quiz oder Videospielquiz. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Probieren Sie es an den Kürbissen aus. Und deshalb nebenbei ein bisschen Lego in NES. Ist das Nintendo Entertainment System aus Lego zusammenbauen. Also, taugt mich schon. Warte mal, ich muss das wieder gleich belegen wie vorher. Das ist nämlich so eine gute Combo da. Der Zauber da. Das ist eine gute Combo mit der Schnapptasche und Glacius und unsichtbar sein und Lumos. Da ist Flipendo im Weg, da habe ich Bombarda hin. Ja, ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Warum sie jetzt mir Bombarda gelehrt hat. Das ist vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht haben sie es irgendwo unterbringen müssen. Und sie wollten es nicht. Sie wollten nicht, dass man alle Zauber von einer Lehrerin lernt oder sowas. Keine Ahnung. Macht eigentlich keinen Sinn. Hast recht. Warte mal. Hä? Gut, ich meine, die Symbole hätten es ruhig ein bisschen besser differenzieren können. Also jetzt könnte man nicht sagen, dass Bombarda nicht so extrem ähnlich mit dem ausschaut da. Und da brauche ich wieder... Weil die Kombi mit Glacius und dem ist auch ziemlich mächtig, jetzt habe ich da. Also das ist eine gute Kombi, der da. Und da habe ich jetzt Bombarda bei Wingardium Leviosa dabei, passt. Ja. Bombarda. Ausgezeichnete Startarbeit. Ja. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher Hallo, und souverän. Hat jetzt nicht so heavy ausgeschaut, aber ich glaube auf einen Mensch kickt es mehr rein. Vielleicht hast du mal ein freies Wochenende. Wo das dann zufällig ist. Weil umso mehr mitmachen, umso besser ist es natürlich. Endlich haben wir wieder einen Gegenstand, der mich aufpusht in meiner Stärke. Ja, ich finde sowieso das Outfit, jetzt passt es eh genau, dass wir da in die Ausrüstung rein müssen. Der ist, oder? Das finde ich richtig cool. Mit dem silbernen Schal und so. Und allgemein schwarz gehalten. Das kickt rein. Da will ich natürlich auch nicht diese Brille auflassen. Also auflassen schon, aber ich muss natürlich kosmetisch wegtun. Weil das schaut furchtbar aus. Da kann die Harry Potter Brille aussetzen. Okay, das ist nicht direkt die Harry Potter Brille. Und dann muss ich noch schauen, bei der anderen Ausrüstung war noch irgendwas dabei, was mir aufgepusht. Nein, da nicht. Da weiß ich es noch nicht. Was das ist. Was haben wir da bei die Hüte? Na, aber ich könnte wieder meinen Hut aufsetzen. Wie würdet ihr das finden? Jetzt zeige ich euch mal ein paar Hüte. Mir gefällt zum Beispiel relativ gut, was da cool dazu passt. Der. Ich finde den irgendwie, der hat was. Oder nein, der war das, der. Da, der schaut so aus wie so ein richtiger Cartoon-Hexer. Was haben wir da? Pusht mich das vielleicht? Nein, das pusht mich nicht. Und da? Ja, pusht mich leider auch nicht, schade. Gell, ich finde da. Also der, den kann man auf jeden Fall losen.
Da schaue ich aus wie so ein richtiger, weiß ich nicht, wie in einem Zeichentrickfilm irgendwie. Wie so ein böser Zauberer in einem Zeichentrickfilm mit die Totenköpfe. Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Das ist Monate her, der Trollangriff in Hogsmeade. Passt, und jetzt muss ich das unbedingt machen. Das sind fix die optionalen Quests für die drei, oder zumindest Crucio. Belohnung Crucio, da steht's. Wow! Oh mein Gott, jetzt habe ich endlich einmal die Quest für Crucio. Da habe ich das richtige Outfit dann für Crucio. Ich habe glaubt, ich krieg alle drei unverzeihlichen Flüche auf einen Schlag. Aber die sind aufgeteilt. Achso, jetzt habe ich glaube, ich bin ja beim richtigen Teleportpunkt. Na wurscht. Gehen wir jetzt vor hin. Vielleicht finde ich am Weg was. Vielleicht gibt es am Weg was zu entdecken. Zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Oh mein Gott, Crucio. Ich werde es niemals im Kampf einsetzen, weil ich glaube, das hat irgendeine Auswirkung aufs Spiel. Aber einfach, dass ich ihn hab. Im Winter ist es. Das muss ich mir noch mehr anschauen. Das ist schon cool da im Winter. Da es so zugeschnitten ist. Ich finde das mit dem Herbst, wo die Kürbisse und so waren. Mit den Kürbislaternen, das ist fast ein bisschen zu kurz gekommen. Aber das kann jetzt was mit dem Winter. So, Sebastian. Ich hab wieder vor dir am Baum geschlafen. Klasse. Jetzt geht's los. Deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Find's früh arg. Jetzt hat der Salazar Slytherin die Kammer eingebaut. Ins Schloss. Und dann gibt's das geheime Skriptorium Arno. Ja, geh weiter! Die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist. Ah, diese Alter, Nerven wo ist er denn? Da ist er. Viel naja. Glück. Was machst du hier? Viel Glück. Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was muss ich aufpassen. Sebastian jetzt wieder vor? Bitte, Ominous. Ich habe dir doch anvertraut, was mit der Krypta passiert ist. Ich war nicht falsch antworten. Sebastian wollte nur, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünfklässlern aufzuschließen. Er dachte, er stört dich nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Oh mein Gott. Wie willst du nicht wissen, was dort drin ist? Ich verstehe deine Sorge. Ich habe echt Angst, dass ich das mit dem verhauen kann, weil es optional ist. Ich brauche die unverzeihlichen Flüche ja nicht für die Story. Soll ich mehr Verständnis an auf Verständnis machen und damit gar verhauen, dass er weiter drauf eingeht? Oder soll ich zu neugierig sein und riskieren, dass er ablockt? Ah! Oder man kann es eh nicht verhauen und das ist wurscht.
Ich hab echt richtig Angst jetzt. Wenn ich jetzt zu neugierig bin, könnte er abblocken und wenn ich ihm zu sehr beipflicht, kann er sagen, dass er gar nicht weit drauf eingeht. Ein bisschen bohren. Ja, ich frage mal, ob er es nicht wissen will. Knock. Ja. Behaut's mir jetzt nicht Crucio, Freunde. Ich werde es nie einsetzen. Ich will nicht auf die dunkle Seite der Macht. Achso, das ist auch das Franchise. Aber. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was ihr passiert ist? Gut, ein letztes Satz. Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Gefährlich. Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Vielleicht wären ihr beide Antworten gegangen. Was ich weiß. Wo ist Sebastian? Ich warte hier. Ich setz niemals an vor die unverzeihlichen Flüche. Wir bereuen das nicht. Wo ist er denn? Hier drüben. So, er ruft, ne? Diese Sebastian! Das Skriptorium. Aha. Jetzt verrätst du es? Die Feuerstellen. Angefleht und du hast nichts gesagt. Inzendet, was ich dir gesagt habe. Okay, beide. Achso. Das Skriptorium des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, drei Köpfe sind besser als einer. Nein, zwei Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind drei besser als zwei. Das ist bloß Mathe, Ominous. Aha. Wo sitzt er? Ja, passt. Jetzt brennen die. Aha, die gingen auf der Zeit aus. Mei, schau, was erzählt ja auch die Burschen. Das ist ja das Nächste. Aber was hilft mir das jetzt da? Nein, ich bin da schon richtig. Ich weiß nur nicht genau, was ich tun muss. Weil er hilft mir nicht. Er sieht vielleicht die gleichzeitig anzünden. Okay. Versuch's mit Revelio. Ja, ich hab schon Revelio gedruckt, Freund. Wir brauchen drei Feuerstellen. Ja, da sind drei. Da hat ja jemand zugehört. Das macht gelegentlich. Ja. Was? Ah, jetzt auf einmal geht's. Wir sind bereit dafür. Ja, hab ich zwar schon gemacht, aber ja, passt. Jetzt ist auf einmal gegangen. Lumos. Rebellion. Das ist ja so komisch, dass immer die Dings aufhören. Das schaut mir ganz nach Reparo. Das schaut mir ganz nach Reparo aus. Ich glaube, da will ich jetzt in Dings eh nicht brauchen, in Schnappsack da unten. Reparo. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Ja, genau, er hört die Stimmen von der Schlangen, weil er ja gaunt ist. Ich finde das voll arg, dass man das verhauen kann. Weil ich glaube, dass es bei allen unverzeihlichen Flüche geht. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Skriptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridorgang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen. Drum, das ist gut geschützt, das Crucio, die überwunden werden müssten. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Noctua Gaunt. So, das war einfach nur optional, aber da ist zumindest einer der Schlangen. Streichelt. Ist das der Salazar Slytherin? Ich meine, wir wissen ja, wie der Slytherin ausschaut, wegen der Kammer des Schreckens. Die Stimme ist uralt. Du hörst eine Stimme? Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken.
Die Parse-Sprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Mhm. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich überdenke das sehr viel. Kann ich es noch immer verhauen? Glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt. Ominous. Oh mein Gott. Das ist eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Es ist ja... uns beiden? Ich... vergiss es. Es ist ja voll Kamera des Schreckens. Vibes. Wie in einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Okay. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Revelio. Oh mein Gott. Slytherin Schloss? Das verlangt Konzentration. Was? Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Was? Was muss ich machen? Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. So, warte mal. Hat das was mit dem Symbol da zu tun? Ich check's nämlich nicht. Ja, es schaut so aus, es müssen die Bayern immer wieder. Ich glaube wirklich, dass noch ein paar Entscheidungen kommen werden. Achso, ich muss beide Scheiben tragen. Jetzt passt sie. Jetzt sind sie gleich. Komm. Das verbessert unsere Lage nicht. Was? Jetzt hupft mir das wieder an. Du klingst überrascht. Wir sind in einem Labyrinth von Salazar. Ich check das Schloss da nicht. Achso. Jetzt sehe ich das erst, dass da so ein Symbol ist. Vielleicht passt das, weil es die Schlangen ist. Mhm. Ja, genau. Eben, darum habe ich mir jetzt gedacht, ich muss das richtige Schlangen-Symbol auswählen, aber anscheinend ist es nicht so. Lumos. Vielleicht. Ja, aber es ist. Wo ist. So! Ich glaube, das untere ist ein Knopf, aber das soll ja auch ein Ding sein, ein Symbol. Die Kugel mit dem Halbmond und unten ist die Schlangen. Ja! Meine Fresse, es ist so finster, dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Lumos. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Okay. Da kann ich zumindest einmal ein Feuerchen machen. Ich bin an dem Rad gescheitert und es hat nach meinem Gesicht geschnappt. Als wäre es eine echte Schlange. Aber um meiner Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Dr. Gaunt. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Da habe ich kein Schloss. Also kein Tor. Das heißt, ich muss da dann zur richtigen Tür laufen, zum richtigen Schloss laufen, wenn ich das Schloss dazu habe. Aber es ist halt brutal finster. Wo bin ich jetzt eine? Und da ist gar kein, zu der Tür ist kein Schlangenschloss, das heißt, das wird da dazugehören. Und da ist offen. Das ist halt die Frage jetzt, wo gehört es hin? Salazar Slytherin hat sein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren.
Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich es durchschaffen. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Rebellion, Alexander. Ich hab da. Da ist Schloss. Und da. Die Tür. Wow, es ist so finster. Lumos. Das ist oben ein zerkratztes Symbol mit einem Händel, wo rechts unten was Ovi steht und ein Bügeleisen. Noch ein Tor. Das ist dann das. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Man braucht im Prinzip eh nur ein Symbol wissen und dann einfach so lange dran, bis es passt. So, jetzt haben wir da. Ich frage mich nur, was mit dem drüberen ist. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unseren Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich finde es halt komisch, ich habe nur irgendwie. Belohnungen gehört. Los, weiter. Dass die Kammer nie gefunden haben. Das ist jetzt oben das, der Kopf mit Schnabel und unten so ein Dreieck. Das ist die Frage, gehört da jetzt das drübere Schloss dazu? Muss fast sein, oder? Lumos. Das muss dann das sein. Noch eins. Nicht gerade gastfreundlich, was? Ja. Passt. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Ich finde es schade, dass Lumos jedes Mal, wenn ich irgendeine Aktion ausführe, weggeht. Wenn ich spring, wenn ich roll, wenn ich lauf. Hey, was hast du denn jetzt duckt? Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Diese Wesen beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Es wird wieder eine Tür sein, die man da ominous aufmachen muss. Wieso hängst du jetzt fest? Okay. Wir sind wohl eingesperrt. Lumos. Mal wieder. Oh. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Oh mein Gott. Ich habe alle Hoffnungen verloren, ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hatte eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustößt. Ich wünschte, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Ich habe ein ganz schieres Gefühl, Leute. Das ist das Skelett von der Tante. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Und ich glaube, die. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Oh mein gefangen Gott. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte Scheiße. Nicht hören sollen. Amenes. Das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Ja. Aber ich weiß, was zu tun ist. Ja. Das wird gar nicht einfach. Wir müssen Crucio lernen. Und auf einen von uns anwenden. Damit wir da rauskommen. Wahrscheinlich können wir jetzt entscheiden, ob der Sebastian Crucio auf mich anwendet. Oder ich auf ihn. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Oh.
Oh fuck, oh fuck, oh fuck, das ist jetzt heavy. Ich frage jetzt auf jeden Fall einmal. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Oh mein Gott. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Jo, Hobby. Nicht sein müssen. Aber das bringt mir jetzt nichts. Oh shit. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Dass das jetzt so arg ausgeht. Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er dir sagt. Dem Grimmer war der Kadaver. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Oh mein Gott. Ja, er ist halt ein Slytherin, gell? Gibt's die... Wenn da jetzt eine Entscheidung kommt, dann muss die irgendwer für euch treffen. Und sofern es die Kanalpunkte Entscheidungsdings noch gibt, die Belohnung, die Haubenbelohnung, das wäre von euch kaufen und der darf dann die Entscheidung treffen und sonst müsst ihr euch auswürfeln mit Rufzeichen DICE. Wenn da jetzt wirklich so eine Entscheidung kommt. Ich glaube, ich habe die Entscheidung nicht aktiviert. Bin mir nicht sicher. Was machen wir jetzt? Oh mein Gott. Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal weg. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Cruciatus. Es ist so, wie ich gesagt habe. Oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Oh mein Gott. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Er ist nicht der wieder Typ. Wie Noctor Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Okay, ich kann lernen und er kann an mir ausführen, dann habe ich ihn nicht angewendet. Das ist eigentlich die Ideallösung. Wenn nie, dann kann, aber nicht anwenden muss, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn ich auf die dunkle Seite der Macht rutsche. Wie sich das dann später auswirkt im Spiel. Ja sicher, ich will den Cruciatus-Fluch lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Ich kann lernen und dann muss ich ihn aber nicht ausführen. Das ist die beste Entscheidung, oder? Dann wie ich nicht der Böse, habe aber trotzdem ihn Crucio. Oder meinst wegen seiner Loyalität? Achso, nein, das geht nicht. Es ist fix vorgegeben, ich muss entweder selber das Ziel sein vom Crucio. Was meinst du, was tun wir? Sollen wir anwenden oder sollen wir abkriegen? Lernen kann ich so oder so. Ah, shit. Ich bin auch dafür. Ich bin dafür, dass ich ihn lerne und dann abkriege. Ja, okay. Viper Girl, du bist da überstimmt. Du willst den Cruciatus anwenden. Du willst lebenslänglich nach Azkaban, Viper Girl. Nein. Ich lerne ihn jetzt und dann kriege ich ab. Es ist 3-1, Pipergirl, es hilft nichts. Ich will den Fluch lernen, aber ich will ihn nicht auf dich wirken. Du musst ihn auf mich anwenden. Ich werde das nicht vergessen. Ich werde das nicht vergessen? Das heißt, es ist, glaube ich, der Weg geebnet für Avada Kedavra zumindest. Ich glaube, das war insofern die richtige Entscheidung, weil sonst überlegt er sich das später. Das ist also das Symbol für Crucio. Oh mein Gott, das Symbol, Nägel in der Hand. Ich muss alle drei lernen. Oh, ich hab Angst. Oh, fuck. Man muss es win. Oh, fuck. Da ist er hinten, der Salazar.
Dieser Schmerz, er war entsetzlich. Wie meinst du, sinkt? Er sinkt ab ins in die dunkle Magie? Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Oh mein Gott. Sind hier unfassbar. Ein geheimer und gut geschützter Ort unter Hogwarts, in dem Salazar Slytherin wohl viel Zeit damit verbracht hat, verschiedene langfristige Pläne für die Schülerschaft zu machen und über Unstimmigkeiten mit den anderen Gründern nachzudenken. Also er hat zwei Kammern eingebaut. Eine, die Schrecken verbreitet, und eine, wo er nachdenkt hat. Slytherins Zauberbuch. Sebastian, ominous. Oh. Hier drüben ist ein Buch. Gib Sebastian das Buch. Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Oh mein Gott. Ich glaube, dass der das dann weiter in die dunklen Künste einführt. Das Buch. Das ist das, was du gemeint hast, genug. Heilige Scheiße, ist das gerade eine geile Storyline. Das ist optional und das ist so cool. Ja, schreibt denn das gerade da? Das Salazar. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen, dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte, Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihrer Kammer in Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemanden erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Oh mein Gott, da steht's. Das ist das, was die McGonagall im Film und der Professor Binns im Buch erzählt. Da hat er einen Schluss gefasst, dass er Hogwarts verlässt, dass er die Kreatur in Basilisk in Tiefschlaf versetzt. Oh mein Gott. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Rivelio. Ich glaube, das ist der Ausgangsende, oder? Ich gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Oder ich muss einfach da zurück. Na. Ah. Jetzt haben sie da was aktiviert, ja. Kerker von Slytherin. Halt die Fresse, wie arg ist das? Ich sehe einen Ausgang. Ja, danke. Die beste Neuigkeit des Tages. Das heißt, das nächste ist wahrscheinlich dann nicht Avada Kedavra, das halten sie sich bis zum Schluss auf. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Auf das scheißt er dann wohl. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Wie geil ist das? Ich finde es richtig cool, dass sie das gemacht haben, dass man sich erstens dafür entscheiden kann, dass man lernt, aber nicht anwenden muss, und zweitens, dass man die optional so lernen kann. Die unverzeihlichen Flüche. Das war gerade eine für die coolsten Stellen, muss ich echt sagen. So. Aha, das zählt jetzt gar nicht zu den dunklen Künsten. Achso, ja, deaktiviere ich gar nicht die dunklen Künste, weil das bringt mir nichts.
Alter, ist das arg. Reinhardt, Crucio gelernt. Ich habe jetzt auch nicht aufpasst, ob da irgendwo Ausrüstungsgegenstand dabei war, der mich pusht. Beim Ausrüstung sammeln. Na. Leider. Bist du tippt. Wer ist denn das? Der Bono? Catherine Haggerty. Arg, echt arg. Skriptorium von Salazar Slytherin. Muss nur irgendwo das Instant Finsternispulver sein, jawohl. Passt. Und da haben wir die neigen Tiere, dann wäre ich einmal in den Raum der Wünsche hupfen und die Tiere auslassen dort. Wie viele Talentpunkte habe ich? 3? 5 schon wieder! Hobby alles dabei. Gehen wir mal in die Haupttalente kurz einer. Protego brauche ich nicht. Protego Expertise brauche ich nicht. Protego Beherrschung brauche ich auch nicht. Ich setze nie Protego ein. Darum macht nur das Sinn. Das heißt, ich bin jetzt bei den Haupttalente momentan fertig. Weil die Protego-Talente brauche ich nicht, weil ich die Protego nie einsetze. Raum der Wünsche brauche ich auch nicht, dann brauche ich die Zaubersprüche, da schaue ich kurz nach. Akio brauche ich eigentlich nie. Das ist sehr wertvoll. Das haut Bombarda auf. Das ist sehr gut. Dann Descendo brauche ich nie. Glacius ist sehr gut. Brauche ich definitiv. Und einen habe ich dann noch. Und da brauche ich noch vorher Verwandlungszauber. Passt. Dann kann ich mir den Punkt aber auf. Nice. Gut, dann hupfe ich jetzt geschwind in den Raum der Wünsche. Weil da muss ich sowieso mal die ganzen Ausrüstungsgegenstände enthüllen. Die Tiere auslassen, die Kräuter sammeln. Also das passt jetzt ganz gut gerade. Da identifizieren wir die Ausrüstungsgegenstände. Und da tue ich gleich wieder einen Mega Power Trank sammeln und ein Donnergebräu brauen. Ah, fällt mir Frucht der Schrumpelfeige. Bis dann machen wir da hin. Dann darüber. Da ist glaube ich alle Raune fertig. Jawohl. Nein, die wächst noch. Das ist wieder neige. Passt. Und jetzt noch geschwind in das wunderschöne Räumchen. Und die Tiere auslassen. Genau. Was? Artenobergrenze erreicht. Ist mit Pflanzen oder was? Ich kann nur 4 verschiedene Arten aufbewahren in dem Raum. Ja, wozu gibt's denn das dann? Na, hier taugt's mir. Ich hoffe, beim oberen Bereich geht mehr. Weil dann bringt mir der Raum der Wünsche ja gar nichts. Ah, Raum der Wünsche, aber das Gehege da im Raum der Wünsche gar nichts. Dann brauche ich wahrscheinlich. Ja, da auch. Das gleiche Problem. Na, da geht's. Da sind jetzt noch mehr gegangen. Und das heißt, ich kann jetzt in die Recall und die riesige Liederkröte gar nicht abgeben. Ma, gemein.
Ja, kann man so sagen. Ja, mehr von einer Art. Also ich kann insgesamt 8 Orten aufbewahren anscheinend. Ja, dann rein in die kommen wir an. Vielleicht gibt mir der dann wieder einen eigenen Raum. Hallo, Dick. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Dick dachte, sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut. Zuchtgehege? Um zu züchten. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Dick schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es Super. Sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Dick hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Boah, Wenn super. Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Dick. Also das kostet mir wieder einen Haufen Geld. Aber ich muss da Fohlen züchten. Das kostet mir wieder einen Haufen Geld. Muss ich wahrscheinlich die ganze Ausrüstung, die ich jetzt habe, nur für das verkaufen. Ich muss dann langsam mal mit der Quest angehen, dass ich in Wesen wieder verbessern kann. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ich finde es gut, dass wir das gleich markieren. Warte mal, das macht mir gar nicht. Das ist ja sogar nicht schlecht. Ich kann ja Verbesserungen nämlich anwenden auf den Schal. Aber der bringt halt auch 200, gell? Und ich habe so einen schönen Schal. So, 1000 kostet, ja immerhin. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Dick. Was hat denn der da noch? Tierwesenfütterer, Tierwesenspielzeugkiste, Schneidestation, Komposter, Pflanztisch. Das ist halt alles schweineteuer. Materialverfeinerer. Lassen ja, aber warte mal. Wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Ich habe nur einen Testral gefangen. Wieso? Ich kann mich nur an einen Testral erinnern. Warum hat er schon zwei und ich habe zufällig männliches und ein weibliches auch noch erwischt? Ja, wie groß ist denn die Chance, bitte? Okay. Naja. Wer bin ich, dass ich mich beschwer? Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Das ging ja schnell. Um ihre Testrale zu züchten, setzten sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Aha. Das habe ich mir jetzt gedacht. Jetzt taucht gleich noch einer auf. Nur eine Kammer. Ein Sumpf. Das passt ja perfekt für die Testrale. Mega. Dick staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Gell. Bitte berichten Sie Dick von Ihrer Zucht. Das wirst du wieder wissen, Dick, gell?
Du notgeiler Hund, du. So, dann holen wir den Destral einmal da ab. Das waren echt zufällig ein Mantel und ein Weibel. Oder was? Achso, nein, warte mal, das ist ja ein Destral. Hey, wie kriege ich denn jetzt in mein Dings? Wie kriege ich denn in mein Tierwesen-Inventar? Achso, da zum Inventar, oder? Ja. Jetzt ist alles gut. Das ist ja Sepulchia. Das ist ja gar kein. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Ich habe etwas gefunden. Aber da sind ja gar keine vier Orten drinnen. Kann ich jetzt den rein tun? Na. Komisch. Niffler sind drei drinnen. Niffler, Knuddelmuff, ah, wohl. Stimmt, es sind definitiv. Ich nehme jetzt den vorsichtshalber mit. Ich pass auf dich auf. Weil meiner Meinung nach sind das zwei Destrale. Das eine heißt nur Sepulchia. Also, das Destrale ist ein gruseliges, geflügeltes Tierwesen. Also, das ist vielleicht der Nomen? Ja, der Nomen ist das. Okay. Aber dann müssen die jetzt wieder ans Gehen. Ja. Aber die Kröte passt ja gut in den Sumpf. Dann hau ich den da rein. So, jetzt haben wir die zwei. Jetzt haben wir die zwei Destrale. Und die tue ich jetzt in den Sumpf. Und die Kröte auch. Und dort muss ich das Zuchtgehege-Ding. Passt. Es sind zwei Orten drinnen und drei Tierwesen. Passt. Ist die Kröte nicht so lang? Weil die war ja in einem Sumpf, die Kröte ursprünglich. Und jetzt muss ich das Zuchtgehege da beschwören. Das mache ich da. Wo ist denn der Beschwör? Da. Warte mal. Wo hau ich denn den jetzt wieder hin? Da, weil du tue ich den Reparo sowieso weg. Zuchtgehege. 15 Mondsteine. Boah, das braucht schön viel Platz. Hui! Okay. Gut, jetzt können wir uns da drin tun, was man tun muss, damit ein Kind auf die Welt kommt. Okay, und jetzt will ich da die Art Destral züchten. Jetzt werden sie eingesperrt da drinnen. Und dann müssen sie so lange drinnen bleiben, bis, ja. Bis Liebe. Also man muss anscheinend Tiere nur lang genug in einen Raum sperren und dann, ja. 29 Minuten dauert das, das ist eine halbe Stunde, bis ein Destral auf die Welt kommt. Ich würde aber eine Quest machen. Und zwar die. Weil da hat ja der Sebastian wieder mir eine Eule geschickt. Und dass er im Buch was Interessantes gefunden hat. Das ist da unten. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich nehme den Flohflammenpunkt da. Glaubst du, lernen wir da jetzt Imperio als nächster? Bitte verdirb dein schönes Antlitz nicht mit einem Stirnrunzeln. Na, ist das nicht besser? Was ist das? Also, hab ich eh schon. Was ist das? Ah ja, perfekt.
Schon wieder nicht identifizierter Gegenstand. Auf geht's in die Krypta. Ich erfahre, was hast du in dem Zauberbuch aus dem Skriptorium entdeckt? Das Zauberbuch von Salazar Slytherin war schwierig zu interpretieren, aber faszinierend. Er hat den Unterricht in schwarze Magie in Hogwarts gefolgt. Tatsächlich. Weder der Imperiusfluch noch der Todesfluch waren damals unverzeihlich. Die Schüler sollten, wenn nötig, darauf vorbereitet sein, schwarze Magie zu benutzen und sie nicht fürchten. Darum mussten wir Crucio einsetzen, um ins Skriptorium zu gelangen. Er wollte nicht, dass sein Wissen zu jemandem gelangt, der Angst vor schwarzer Magie hat. Ich bereue es, Crucio benutzt zu haben. Ich habe es ja nicht benutzt. Und ich weiß, wir haben getan, was nötig war. Also das kann ich guten Gewissens sogar sagen. Es war nicht leicht, aber Crucio war unsere einzige Option. Ich bin froh darüber, denn in dem Zauberbuch waren... Sonst wären wir nicht rausgekommen. ...Hinweise auf ein verlorenes Relikt, das offenbar dem Besitzer die Macht gewährt, Flüche der schwarzen Magie umzukehren. Für die Schwester. Und du glaubst, dieses Relikt könnte Anne retten? Ganz genau. Ich will nach dem Relikt suchen. Aber wir sollten es keinem erzählen. Vor allem nicht Ominous. Er würde es nicht verstehen. Ich verrate nichts, wir sollten es Ominous sagen. Na, er war jetzt schon so verstört. Es gibt keinen Grund, Ominous mit einzubeziehen. Da bin ich froh. Wenn ich mehr. Das haben wir d'accord, Nock, das haben wir d'accord. Ja, jetzt geht er wieder auf die Forschungsreise, der Bursche. Und mach dir keine Sorgen um Ominous. Das jetzt für uns zu behalten, ist zu seinem Besten. Hauptsache, er steht doch. Was zu meinem Besten ist. Oh! Ominous! Oh. Wir wollten gerade. Fuck, als Mikrik. Kommst du mit? Sebastian, du Lügner! Ich habe alles gehört. Du oh shit. Vor, nie wieder etwas mit schwarzer Magie zu tun zu haben. Fuck. Nein, ich sagte nur, ich verstehe, dass du die das war willst. Ich nicht auf seiner Seite. Nach einem Heilmittel für Anne nie auf. Ah. Du kannst einfach nicht aufhören. Was? Ich weiß, wann ich nicht aufhören soll. Lass es, Ominous. Ich muss jetzt los. Ach, du Scheiße. Das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Weil jetzt hat er natürlich mitgekriegt, dass wir ihm nichts verraten. Ich werde nicht aufgeben. Scheiße. Ominous, Sebastian meint es gut. Ich weiß, was ich gehört habe. Du wusstest, dass ich dagegen wäre. Die Suche nach diesem Relikt ist keine gute Idee. Sebastian weiß es nicht einmal, aber er ist genauso unverantwortlich und leichtsinnig wie seine Eltern damals. Deshalb sind sie gestorben. Ja, sicher, aber vielleicht wäre es trotzdem gegangen, wenn er es sowieso gehört hat. Deshalb sind sie gestorben. Ja, das will ich schon wissen, was in einer passiert ist. Ich weiß, dass seine Eltern tot sind, aber was ist passiert? Mr. und Mrs. Sallow waren Professoren. Sie verbrachten viel Zeit in der Kellerbibliothek. Immer die Nase in den Büchern. Anne und Sebastian waren oben, als es passierte. Sie hörten ein Krachen und rannten die Treppe runter. Doch es war zu spät. Ihre Eltern lagen auf dem Boden. Durch einen Defekt der Lampe im Keller füllte sich der Raum mit einem nicht nachweisbaren Gift. Sebastian und Anne waren hilflos. Sie konnten noch nicht zaubern. Eine schreckliche Geschichte. Ja. Genau darum kann ich Sebastians Leichtsinn nicht nachvollziehen. Ich habe Anne im Grunde verloren. Ihn will ich nicht auch noch verlieren. Bitte, meide alles, was mit diesem Zauberbuch zu tun hat. Es gibt ihm Hoffnung, das ist ein Fakt. Er will ja seine Schwester heilen. Die Hinweise im Buch wirken vielversprechend. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, scheint vielversprechend. Bis es zu spät ist. Ich hoffe, Sebastian lässt die Sache sein. Aber wenn du was anderes mitkriegst, sag's mir bitte. Ich würde. Ja, ich hab jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Weil so richtig gelogen war da jetzt nix. Achso, warte mal. Muss ich noch kurz warten, bis der Auftrag als abgeschlossen gilt. Okay, er gilt noch nicht als abgeschlossen. Ich hoffe nur, dass er nicht. Wahrscheinlich, oh mein Gott, muss ich den Sebastian dann am Ende umbringen? Weil ich wieder nur aus dem Raum komme.
weil ich wieder nur aus dem Raum rauskomme. Wenn ich den Todesfluch wirke und da ist dann der Cliffhanger ist oder der Plot-Twist. Cliffhanger ist falsch, der Plot-Twist, ja. Fuck. Vielleicht hätten wir uns doch nicht auf den Pfad der dunklen Magie begeben sollen. Ah, fuck, ich hab echt ein bisschen Schiss jetzt. So ehrlich muss ich sein. Tja, es hilft jetzt eh nichts mehr, jetzt komm ich nicht mehr raus. Jetzt geh ich den Weg weiter. So, jetzt mach ich den Auftrag da. So, zack, haben wir das schon nicht auf der Karte an. Südlich von Hogwarts. Wo ist südlich von Hogwarts? Am ersten Tor oder was? Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ah, na, das ist extrem weit südlich von Hogwarts, aber ich fliege dort hin. Ich glaube, das ist eh noch gut passt, die Quest. Hui! Die Nacht kommt man schon extrem lang vor. Perfekt, das sind wieder Ballons. Die lasse ich gleich wieder platzen. Darum taugt es mir ab und zu nicht alles mit der Schnellreise zum Erledigen. Zum ab und zu ein bisschen so Side-Aufgaben auch erfüllt. Das war echt schnell. Weil die erste Aufgabe von mit der Besenflug, der erste war richtig schwer. Ich glaube nicht, dass der zweite leichter ist als der erste. Ah! Jetzt hat er mir gerade gesagt, es gibt neue Belohnungen. Yes. Lauffeuerbesen, Erscheinungsbild, okay. Aber ich glaube nicht, dass es einen cooleren Besen gibt als meinen, den ich bis jetzt habe, da mit dem Feuer hinten. Kurz ein bisschen hecher. Ah, nein, die Ruine, die habe ich glaube ich schon erledigt. Ja, das war die. Ist nur noch ein Grab zum Erledigen dann. Ah, da waren Schmetterlinge, die finden dann so einen Schatz und da ist eine Schriftrolle. Die Schriftrolle hole ich schon schnell, weil das kann ich mir schon leisten, dass ich für das kurz lande. Das geht immer, da ist sie. Spitzendeckchen. Den Anwohnern zufolge wurde dieses Deckchen einem geliebten Hauselfen überlassen, der davon träumte, es eines Tages zu tragen. Süß. Ah ja, da wird's Tag. Es dämmert. Hui. Das ist schon abgehakt, da passt. Das Lager ist auch abgehakt, passt. Aha, da komme ich gar nicht rein. Da muss ich kurz ein kleines Rundel fliegen. Das ist ein magischer Schutzwall. Boah, die hat eine gute Framerate da hinten, die Windmühle. Ja, jetzt hat sie sich beruhigt, jetzt geht sie. Vorher hat sie ein bisschen gestottert. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Da ist Ravenclaws Tempowunder. Tempowunder. Ich würde gern Lou nennen. Also. Noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Harvey, Terry, du bist so arrogant.
Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Keiner stellt die Horde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, wie spät das war, wie ich in Destral gezüchtet habe. Ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung! Der wird jetzt richtig heavy werden. Die erste war schon so wütend, wie gesagt. Wieso ist die so schnell? Hä? Die ist ja voll schnell! Ich hab ja. Ich kann den Besen nicht verbessern. Weil ich ja noch nicht die Herausforderung gemacht habe. Und. Sie ist trotzdem schneller, obwohl ich noch nicht die letzte Besenverbesserung habe. Wow! Boah, das ist schwer! Weil sie die Sicht nicht immer mittrat. Gar nicht mal so üb. Wunderbar. Na, shit! Und da ist er auch noch. Fuck! Das ist nicht ohne. Na komm! Ich meine, besser so eine gute eine Kugel verpassen als einen Ring, weil es gibt mehr Strafsekunden. Na! Ich weiß, es schaut, glaube ich, nicht so schwer aus, aber es ist echt zach. Komm, jetzt gib noch mal Gas auf die letzten Meter, Freund. Komm. Komm! Ein Ring noch! Jetzt geht sie locker aus! Komm! Boah! Das war jetzt gar nicht so durch die Strafsekunden. Ich glaube, die haben es vorher gleich dazu gerechnet. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Du ja. So als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich, das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruh dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. So, jetzt können wir zum Albie Weeks zurückkehren. Ich sollte es Mr. Weeks erzählen. Weil der gibt mir dann immer die Besenverbesserungen. Bei ihm kann ich meinen Besen verbessern. Und das ist wichtig. Ich wünschte, ich hätte damals in Hogwarts gewesen. Zurück von Ihrem letzten Flug? Ich will yes. Alle Details hören. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft! Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie macht es sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, ja. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut.
Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Aha. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Nochmals, vielen Dank. Passt. Sehr gut. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Jetzt habe ich nur mehr das mit die Monde und das Fallen des Todes. Das heißt, es bleibt jetzt eigentlich nur eine Main Quest, die ich jetzt momentan noch machen kann. Ich finde es schade, dass ich das da jetzt nicht sehe, wie lange es mit dem Fallen noch dauert. Aber es ist eh wurscht, ich muss jetzt sowieso ganz kurz in den Raum der Wünsche und dann kann ich nachschauen. Weil ich muss die Ausrüstung wieder identifizieren, die ich jetzt neu habe. Zumindest dann 10 Minuten seit dem letzten Mal auf jeden Fall vergangen, weil die haben die Pflanzen braucht, 10 Minuten. Aha, da ist tatsächlich einmal Ausrüstung dabei, die mich gepusht wieder. Nach langem wieder mal. Das ist echt ewig lang her. Das Rufzeichen. Okay. Bin ich aus Versehen anscheinend draufgekommen. Mir taugt ja der Besen da, die Kraxen, die alte. Ja, super. Schaut, dass ich mir das nicht irgendwie anzeigen lassen kann. Okay, eine Viertelstunde, na gute. Bringe ich Mr. Moon die Demigeist-Monde schnell, die ich schon habe. Wenn ich den Fokus dran abgeholt habe. Ich sollte viel mehr Fokus drin kein Kämpfen einsetzen. So. Dann brauchen wir Mr. Moon. Ich habe zumindest einen zusätzlichen, glaube ich. Wenn es nicht sogar zwei sind. In letzter Zeit habe ich nicht viel gefunden. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wir haben es fast geschafft. Vielleicht suchst du mir irgendwas? Wo sollte ich nach mehr Demigeist-Statuen und Monden suchen? Überall, wo ich mich normalerweise aufhalte. Ah. Das ist ja das Gruselige daran. Und das ist wo? Hier im Schloss, in Hogsmeade und, ob Sie es glauben oder nicht, sogar in einigen umliegenden Dörfern. Oh, mein Peiniger ist wirklich gründlich. Ich habe das Schloss ewig nicht mehr verlassen und bin ständig nervös. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben.
7. Jetzt fehlen noch 6 Stück. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass ich da jetzt so viel gefunden habe in der Zeit. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich schauen, was die umliegenden Dörfer angeht. Brauche ich ja nur schauen, wo ich noch nie so recht war. Da zum Beispiel. Da habe ich noch nicht einmal die Telepath-Flamme aktiviert. Das heißt, da ist fix noch ein Demigeismond. Wo ist denn die nächste? Da. Da fliege ich einfach um mich. Ganz einfach. Jetzt habe ich mir kein Dings markiert. Kein Wegpunkt. Das ist, glaube ich, da drüben auf der anderen Seite. Ah, falsche Richtung geschaut. Aber wurscht. Gott sei Dank habe ich einen Besen und keine Fliegen. Ich meine, ich könnte mit einem Hippogreif auch fliegen. Aber der Besen ist schneller bei der Hand, kommt mir vor. Der Winter gefällt mir bis jetzt fast am besten. Sag mir Vollgas. Hey, was haben wir denn da? So, das habe ich erledigt. Du spielst gerne Hippogreife, was? Wieso habe ich die Aufgabe von Merlin schon erledigt? Aber bin dann nicht gleich zur Flamme gegangen. Sehr eigenartig. Wo ist ein Grabmal? Boah, da sind viele Kisten. Also da kann ich noch sehr viel Loot besorgen. So, wenn da kein Demigeist sich versteckt in dem Dorf. Dann friss ich aber einen Besen. Was haben wir denn hier? Ja, ist schon. Das heißt, ich brauche nur mehr bis in die Nacht eine warten, das mache ich gleich. Ich schlafe da einfach in dem fremden Haus. Ah, da ist jetzt der Bewohner heimgekommen dabei. Der hat sich nicht gewundert, dass ich am Boden liege. So, next one. Das heißt, das ist Nummer 8. So, plündern wir wieder die ganzen fremden Häuser. Weil warum auch nicht? Spricht überhaupt nichts dagegen, dass wir das tun? Aber noch hat mir der Sebastian nichts gesagt, gell? Dass er bereit ist für die nächste Stufe vom Buch. Wieso ist denn da ein Dings? Aha, cool. Ja, nicht gerade mutig. Ist das eine Truhe mit einem Auge? Wieso kommt er über die Mauer nicht drüber? Jetzt da. Ah, jetzt kann ich mit einem Auge. Ui. Jetzt wieder ein Special-Gegenstand. Was ich bei dem Spiel ohne Revelio tun würde. Mein großes Problem ist, dass ich nicht weiß, ob ich die Dörfer, wo ich schon war, Demigeist Statuen übersehen habe. Das ist ein großes Problem. Wie ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber da die Suche nach die Demigeist-Statuen, das will ich glaube ich nicht vollständig im Livestream machen, wenn ich wirklich welche übersehen hätte.
weil das ist, glaube ich, uninteressant, wenn ich stundenlang nach einem fehlenden Demigeist-Mond suche. Das mache ich dann so, dass ich, wenn ich die gefunden habe, alle, dann erst zu Mr. Moon gehe, wenn wir wieder im Livestream sind. Dann habt ihr nichts verpasst. Da löse ich eine Quest aus. Kann ich Ihnen bei etwas behilflich sein, Mr. Adley? Edgar Adley. Und nein, ich glaube nicht. Milo und seine verrückten Pläne. Milo? Er war mein Freund. Hatte vor ein paar Tagen einen genialen Plan für ein paar schnelle Galeonen. Ich sollte ihm nur in den verbotenen Wald folgen. Hätte ich gewusst, dass er Gift von einer lebenden Akromantula besorgen wollte. Ach, armer Milo. So ein Ende hat er nicht verdient. So wie der Hauself, der eingeschickt worden ist. Vom dicken Freund. Es tut mir sehr leid, das zu hören. Ach, danke. Ich kann gar nicht daran denken. Milos Leiche noch in der Höhle mit dem Flüchtigen. Der Flüchtige? Milos Name für die Akromantula. Na. Er hatte ein Gespür für Dramatik. Schon wieder Akromantula. Hat Milo mich, seine Taschenuhr mitzunehmen. Ein Erbstück. Damit seine Tochter etwas hat, das sie an ihn erinnert. Aber ich... Oh je. Geflohen. Wenn ich Zeit habe, kann ich nach dem Erbstück suchen, Mr. Adley. Sie können nicht zur Höhle der Akromantula gehen. Das wäre ihr Tod. Bitte, na. Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Homische Kopf. Homische Kopf. Wo könnte diese Akromantula-Höhle sein? Riveli. Anscheinend hat jemand die Glieder der Akromantula aus Profitgründen gesammelt. Das mag lukrativ sein, wenn man bereit ist, sein Leben zu riskieren, um sie zu beschaffen. Ah, da ist wieder ein Dings. Eine Aufgabe von Merlin. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Da muss man einfach nur die Kugeln zu dem Podest bringen. Es ist ja was selbsterklärend. Das Einzige, was nicht selbsterklärend war, war das mit den Dings. Mit den Symbolen. So, das war das Erste. Unten ist das Zweite anscheinend irgendwo. Wo ist denn das jetzt da? Da. Und dann noch ein drittes. Das ist da oben. Ach hier. Das ist ja eh so wohl einfach. Und dann gibt es halt wirklich welche, die sind einfach ein bisschen zeitintensiver. Jetzt müssen wir gleich die letzte Kugel auch noch was spawnen. Weil das war bis jetzt immer so. Ja. Ich brauche nur eine herbringen, der Rest spawnt dann doch. Jetzt ein kleiner Tonaussetzer. Nur Flor fliegen. Dann haben wir den Demigeist in dem Dorf. Jetzt muss ich mir nur anschauen, jetzt haben wir wieder einen mehr.
umliegenden Dörfer. Die Dörfer, wo ich Flohflammen aktiviert habe, die habe ich eher schon durchsucht, aber ohne Gewehr halt. Ohne Schießgewehr. Aber mehr umliegende Dörfer gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Da ist auch nur ein Dings. Flohflamme. Da ist auch eine. Da ist eine Flamme, da ist eine Flamme. Aber das ist ja nicht mehr umliegend. Also, das ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das als umliegend zählt. Am besten will nicht. Umliegend, als umliegend verstehe ich wirklich um Hogwarts immer dumm. So, und jetzt habe ich da einen Haufen Wegpunkte. Von Flamme zu Flamme. Ich finde es komisch, dass manche Viecher einfach Gegner sind und dann andere wiederum zählen nur als... Ah, das ist eine Landeplattform, das muss ich natürlich ausnutzen. Was tust du, Alter? Wenn einfach eine Landung 80 GP bringt, das ist ja geil. Sehr gut. Nummer 1. Ich reiße jetzt da die Flammen ab, bevor ich da irgendwelche Aufgaben erfülle. Weil dann kann ich jederzeit wieder ganz schnell hin zu dir. Das ist dann auf lange Sicht, glaube ich, relativ praktisch. Kann ich wieder nicht fliegen, da muss ich ein bisschen ausnehmen, dumm. Hä? Ach so. Da ist nichts mit ausnehmen, dumm. Okay, das geht da gar nicht so einfach, wie ich es mir gedacht habe. Das ist anscheinend. Aha. Das ist anscheinend irgendwo ein Weg. Bergpfad. Hä? Wo ist denn der? Wieso kann ich die Karten nicht tragen? Wo ist denn der Weg? Die kann da einfach nicht landen. Okay. Das ist definitiv nicht der Weg, den ich jetzt gehen will. Ich glaube nicht, dass ich da weiterkomme. Weil man kann ja nicht so klettern wie bei Zelda. Na. Ah, ich kriege eine Benachrichtigung, wenn es Fallen fertig ist. Ja, passt. Das ist natürlich ideal. Perfekt, weil das wollte ich unbedingt noch abschließen. Und dann passt es perfekt fürs Ende von heute.
Das finde ich cool, dass man da benachrichtigt wird, wenn das fertig ist. Das haben sie gut gemacht. Er krallt einfach um immer dumm, aber okay. So, warte mal. Muss ich mit dem eh nichts tun? Ich muss mir das jetzt markieren vorher. Ah. Brut eines Destrals. Majo. Das ist wirklich... Das ist das Schlechteste. Dass ich da echt übers Menü das festlegen muss. Süß. Na, jetzt tut er die Mutter pflegen. Sollte Dick vom neugeborenen Testral berichten. Ist das süß. Mit dich erfüttern, gell? Mei, irgendwie ist das richtig herzig. Mei. Cute. Cool, er springt doch, glaube ich. Zu hören, dass ein Testraljunges geboren wurde. Wie schön, dass es nun mehr Testrale auf der Welt gibt. Diese missverstandenen Kreaturen. Es tut mir leid, dass du auch Testrale siehst, Deke. Diese majestätischen Tierwesen zu sehen. Manchmal wünscht sich Deke, er könnte das nicht. Doch Deke ist selbst schuld. Stimmt. Was so einen Sound könnt ihr einführen. Vor Jahren sollte Deke seinem Meister machen. Helfen, einen Phönix, das seltenste aller Tierwesen, zu fangen. Der Meister, oh mein Gott, ein Phönix. Der Phönix war das schönste Wesen, das Dick je gesehen hatte. Dick flehte den Meister an, ihn in Ruhe zu lassen. Als Dick zögerte, die Klippe wie befohlen hochzuklettern, musste er sich selbst bestrafen. Während Dick sich bestrafte, wurde der Meister immer wütender und richtete voller Zorn seinen Stab gegen den Phönix. Der Phönix wollte seine Eier beschützen und schoss vor Angst und Wut vom Nest herab. Bevor Deke reagieren konnte, stürzte sein Meister von der Klippe. Deke blieb tagelang auf der Klippe und bestrafte sich selbst, bis Tobbs ihn fand. Mein Gott. Ja. Eine entsetzliche Geschichte, Deke. Mein Beileid. Deke hat diese Geschichte nur Professor Weasley erzählt. Und jetzt Ihnen. Deke fragt sich oft, was wohl aus diesem Phönix wurde. Deke hat Glück, in Hogwarts zu sein und bei der Rettung von Tierwesen zu helfen. Vielleicht kann Deke wieder gut machen, was geschehen ist. Passt. Nice. Da ist der nächste Auftrag abgeschlossen. Das passt. Supi, perfetto. Wir machen Schluss für heute. Das mit dem Sound. Das muss ich dringend machen. Das darf ich auch nicht vergessen, weil es kommt ja ab und zu mal vor, dass was Süßes in ein Spiel vorkommt. Danke fürs Zuschauen, Leute. Schönen Abend noch. Passt gut auf euch auf. Bye, bye, Leute. Ciao, pfiat euch. Tschüssi.